Karl Heinrich Ulrichs, Jurist, 1844 bis 1845, Markt 5. Karl Heinrich Ulrichs. Karl Heinrich Ulrichs, geboren am 28. August 1825 in Westerfeld, heute Stadtteil Kirchdorf in Aurich, Ostfriesland, gestorben am 14. Juli 1895 in La Qualia, Italien, war ein deutscher Jurist und Vorkämpfer der homosexuellen Bewegung. Leben und Wirken. Von 1844 bis 1846 Studium der Theologie und Jurisprudenz an der Universität Göttingen. Anschließend bis 1848 Studium der Geschichte an der Universität Berlin, Dissertation auf Latein zum Thema Westfälischer Friede. Als Gerichtsassessor wurde 1854 in Hildesheim gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er einem Gerücht zufolge widernatürliche Wollust mit anderen Männern treibe. Zwar war im Königreich Hannover Homosexualität nicht unter Strafe gestellt, jedoch damit verbundene öffentliche Ärgernisse. § 276 des Kriminalgesetzes für das Königreich Hannover. Daraufhin verließ Ulrichs sofort den Staatsdienst und ließ sich 1856 in Burgdorf als Anwalt nieder. 1859 erließ aber das Oberappellationsgericht Celle ein Berufsverbot nach entsprechenden Ermittlungen durch das Ministerium. Ulrichs schlug sich als Journalist, unter anderem als Korrespondent der berühmten Allgemeine Zeitung des Verlegers Johann Friedrich Kotter, als Privatsekretär und mit Fremdsprachenunterricht durch. Ulrichs galt als einer der besten Lateinkenner seiner Zeit. 1864 veröffentlicht Ulrichs die erste von insgesamt 12 Schriften, Forschungen über das Rätsel der männlichen Liebe, die in einigen deutschen Staaten verboten werden. In ihnen stellt Ulrichs die Hypothese von der weiblichen Seele im männlichen Körper auf. Gleichgeschlechtliche Liebe nennt er Uranismus. Der Begriff Homosexualität wird erst 1869 durch den österreichisch-ungarischen Schriftsteller Karl Maria Kerbeny geprägt. Ulrichs bekennt sich öffentlich als urnig. Er geht von einer natürlichen, nicht krankhaften Veranlagung aus und fordert daher die Straflosigkeit homosexueller Handlungen. Im Jahre 1867 trägt er diese Forderung erstmals öffentlich vor. Auf dem Deutschen Juristentag in München vor 500 Mitgliedern ruft diese jedoch tumultartige Szenen vor, in denen seine Rede untergeht. Mit seiner Forderung der urnischen Ehe und seiner Idee für einen Urningsbund hat er die Forderungen einer emanzipatorischen, lesbisch-schwulen Bürgerrechtsbewegung vorweggenommen. Friedrich Engels äußert sich in einem Brief an Karl Marx abfälligst über Ulrichs und dessen Eintreten für die Rechte gleichgeschlechtlich orientierter Menschen. Vor allem wegen der immer mehr um sich greifenden homosexuellen Verfolgung infolge der Reichsgründung unter Preußen, aber auch verbittert und resigniert wegen seiner Erfolgslosigkeit, ging Ulrichs 1880 nach Italien ins Exil und ließ sich in Neapel nieder. In Italien gab er eine kleine, aber von Freunden des Lateinischen in mehreren Kontinenten abonnierte Zeitschrift namens Alaudea, Lerchen, heraus. Darin verfolgte er ein neues idealistisches Ziel: die Wiederbelebung der lateinischen Sprache als Lingua Franca der humanistisch Gebildeten. Im Juni 1883 zog er nach La Qualia, wo er 12 Jahre später starb. Jahrzehnte später griff der Sexualforscher Magnus Hirschfeld die Ideen Ulrichs auf. Er entschärfte sie teilweise, indem er sie schon etablierten Theorien anglich, die die Homosexualität als krankhafte bzw. generative Entartung darstellten.